Ihre Reise startet mit einem Flug nach Mailand. Am Flughafen werden sie empfangen und zu ihrem ersten Hotel gebracht. Der zweite Tag startet mit einer Besichtigung der schönen Metropole Mailand. Bei einer Stadtführung besichtigen sie auch das Wahrzeichen und Herzstück von Mailand, den berühmten Dom. Anschließend geht es zu dem bekannten und einzigartigen Einkaufszentrum Galleria Vittorio Emanuele. Im Anschluss genießen sie noch etwas freie Zeit, bevor es mit unvergesslichen ersten Eindrücken weiter zum malerischen Lago Maggiore geht, dem zweitgrößten See Italiens, direkt an der Grenze zur Schweiz. Hier haben sie genug Freizeit, um die Umgebung auf eigene Faust zu erkunden. Lassen Sie sich von den umliegenden Bergen, den bunten Fischerdörfern und dem azurblauen Wasser beeindrucken und genießen Sie den atemberaubenden Ausblick. Die Stadt Ascona ist für ihre mediterrane Architektur und die von Cafés gesäumte Promenade am Lago Maggiore bekannt. Weiter geht die Reise nach Lugano am Luganersee. Sie gilt als Stadt der Parks und Blumen, Villen und Sakralbauten. In Lugano haben sie nach der Rundfahrt noch ein wenig freie Zeit, bevor es zurück nach Italien an den Comer See geht. Es geht weiter nach St. Moritz, wo sie zunächst etwas Zeit für eigene Erkundungen haben. Lassen Sie den Ort in Ruhe auf sich wirken und staunen Sie über die zahlreichen Museen, Galerien, Boutiquen und Geschäfte. Von St. Moritz geht es mit dem Bernina Express Panoramazug weiter, durch traumhafte und faszinierende Landschaften nach Tirano. Während der Fahrt lässt sich das UNESCO-Welterbe, die Bernina-Strecke, aus kürzester Entfernung bewundern. Lassen Sie sich von der malerischen Reiseroute verzaubern und lehnen Sie sich zurück und genießen das unberührte Alpenpanorama. Die Fahrt von Tirano zum Gardasee bietet eine atemberaubende Aussicht auf den Norden des Landes. In den Bergen unweit des Sees besuchen Sie eine lokale Tenuta und kommen in den Genuss einer Weinprobe. Der Gardasee ist ein ideales Ziel für Feinschmecker und Weinliebhaber. Freuen Sie sich auf einen der romantischsten Orte der Welt, die Lagune von Venedig. Im Herzen dieser Wasserlandschaft erhebt sich Venedig mit seinen wunderbaren Brücken, Gondeln, Plätzen und eleganten Gebäuden. Lernen Sie bei einer Stadtführung diese eindrucksvolle Stadt kennen. Den bekannten Markusplatz mit dem prachtvollen Dogenpalast und dem kunstvollen Markusdom, den Canale Grande, die wohl berühmteste und größte Wasserstraße der Metropole, oder die Rialtobrücke. Bei einer weiteren Stadtführung erkunden Sie die Stadt Verona, die mit ihren einmaligen Sehenswürdigkeiten zu den schönsten Städten Italiens gehört. Als Heimat von Romeo und Julia ist sie auf der ganzen Welt bekannt, bietet aber noch so vieles mehr von einer lebendigen Opernszene im berühmten Amphitheater bis hin zu traditionellem Essen und Wein. Danach geht es zurück nach Mailand. Genießen Sie hier den letzten Abend der Reise in vollen Zügen. Ihre Rundreise neigt sich dem Ende zu. Sie werden von Ihrem Hotel zurück zum Flughafen gebracht und fliegen mit erlebnisreichen und unvergesslichen Urlaubserinnerungen zurück in die Heimat.